Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wahlrecht mit 16 beschäftigt uns nun auf Wunsch der Grünen schon die gesamte Wahlperiode. Die Linken kann man da, glaube ich, mit einschließen, wie wir ja eben gehört haben. Der Innenminister hat es bereits erwähnt, das Thema erstmals 2012 im Landtag. Haben wir als Koalition diesen Gesetzentwurf, und zwar auch im Ausschuss, um das nochmal zu bemerken, lang und breit diskutiert. Ja, und eine gewisse Dissens innerhalb der Koalition ist auch nichts Neues. Da muss man jetzt nun nicht sagen, oh, jetzt ist ja hier irgendwas passiert in der Koalition und zum Ende der Wahlperiode der Legislatur bricht jetzt hier alles zusammen. Weit gefehlt, meine Damen und Herren. Das ist nichts Neues und das, was Herr Dahlemann hier gesagt hat, ist insofern nichts Neues. Neu ist, dass er zu diesem Thema spricht. Insofern muss man mal sehen. Gut, muss man sagen, das Stichwort junger Politiker ist durchgekommen. Da hat man dann vielleicht gesagt, damit du auch mal eine Rede hast. Deswegen musst du da mal ran. 2014 dann war abschließend im Landtag darüber debattiert. Und seitdem hat sich an der Meinung der CDU-Fraktion, ist wieder gut, Herr Ritter, ja, hat sich an der Meinung der CDU-Fraktion nichts geändert. Neue Fakten oder Erkenntnisse sind nicht aufgetaucht. Auch da sind wir auch der Meinung wie der Innenminister. Neue Fakten, die unsere Meinung ändern würden, sind nicht da. Die Einführung des Wahlrechts mit 16 Jahren ist aus unserer Sicht nicht nötig und konnte auch in diesem neuen Gesetzentwurf und Antrag nicht überzeugend erklärt werden. Im Übrigen, Herr Suhr, wo ich immer zu überlege, aber mir fällt auch überhaupt nicht ein, wieso die Absenkung des Wahlrechts, so wie Sie das begründet haben, auch in dem Antrag, zur Erhöhung der Wahlbeteiligung führen sollte. Also das ist völlig unlogisch. Wenn wir von einer Gruppe von ca. 24.000, glaube ich, Wählern haben Sie gesprochen, richtig? Dann müsste diese Gruppe, die hinzukommt, die Wahlbeteiligung exorbitant über der Wahlbeteiligung der restlichen ab 18 liegen, damit überhaupt eine Erhöhung der Wahlbeteiligung prozentual stattfindet. Ja, natürlich ist es so rein rechnerisch so. Ansonsten, ja, aber das sind trotzdem immer 100%, Herr Saalfeld. Da können Sie ja nur machen, was Sie wollen. Wenn sich die Anzahl der Wahlberechtigten erhöht, ne? Also die Wahlberechtigten, ich sage, egal wie viel, und wie viele gehen davon zur Wahl, das ist der Anteil, das ist die Wahlbeteiligung. Ja, können Sie mir nicht erklären. Zwischen dem Wahlalter und der Volljährigkeit besteht für uns nach wie vor ein innerer Zusammenhang. Warum soll jemand über die Geschicke der Gesellschaft mitentscheiden, wenn ihn die Gesellschaft selbst gleichzeitig nicht für reif genug hält, seine eigenen Lebensverhältnisse eigenständig zu regeln? Diese Frage konnten Sie bis heute nicht beantworten. Seit 2009 dürfen Minderjährige, also unter 18-Jährige, kein Sonnenstudio benutzen, zum Beispiel. Der Opferschutz von Zeugen durch Ausschluss der Öffentlichkeit wurde von 16 Jahren auf 18 Jahre erhöht. 16-Jährige werden also vom Gesetzgeber eben gerade nicht wie Erwachsene behandelt. Vielmehr werden gerade die Schutzregelungen, die für Kinder und Jugendliche gelten, für diese Altersgruppe sogar noch ausgedehnt. Der Staat traut den jungen Menschen zwischen 16 und 18 nicht zu, dass sie sich mit den Risiken und Folgen ihres Verhaltens abschließend auseinandersetzen können und sieht in vielen Bereichen eine gegenüber Erwachsenen erhöhte Schutzbedürftigkeit. Genau dies steht doch aber in einem absoluten Missverhältnis, meine Damen und Herren, zu Ihrer Argumentation für das Wahlrecht. Und auch auf Ihre Argumentation zur Hoffnung auf eine höhere Wahlbeteiligung bin ich schon eingegangen. Auswirkungen auf die Höhe der Wahlbeteiligung können nach unserer Auffassung kein Argument für die Absenkung des Wahlalters sein, denn sie spielen ja auch beim Wahlrecht für Erwachsene keine Rolle. Da aber jede Wahl nach dem Verfassungsgrundsatz einer allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl zu erfolgen hat, können für 16-Jährige keine anderen Grundsätze
für das Wahlrecht gelten als für 18-Jährige. Die von uns in Auftrag gegebene Umfrage vom Februar 2014 ist hier ebenfalls schon zur Sprache gekommen. Es ist eine repräsentative Umfrage gewesen, darauf möchte ich noch mal hinweisen an dieser Stelle. Und dort ist klar und deutlich herausgekommen, und auch bei der Gruppe der betreffenden Wähler, nicht nur bei den, es ist also gefragt worden, sind die Alterskohorten gefragt worden, die hier in Rede stehen, nämlich die 16- und 17-Jährigen, und es sind die, die das Wahlrecht haben, ebenfalls befragt worden. Also da gibt es eine deutliche Trennung, das ist nicht so, wie das hier eben, glaube ich, Frau Borchert dargestellt hat. Also, und in beiden Alterskohorten war deutlich zu sehen, dass das Wahlrecht mit 16 nicht gefordert wird, vielmehr so, dass sich die Jugendlichen das gar nicht zutrauen und sich selbst nicht für reif genug halten. Und die Argumentation, Herr Dahlemann, Jugend im Landtag, kann insofern auch nicht stechen, weil das ist nur wirklich eine Alters- oder eine Gruppe, die nicht repräsentativ ist. Also wenn man eine Umfrage macht und die repräsentativ ist, das mit dem Abstimmungsverhalten bei Jugend im Landtag, da unterstellt man ja ganz einfach, dass das Jugendliche sind. Das ist auch so und das ist ja hundertprozentig so, dass es Jugendliche sind, die sich für Politik eben interessieren. Aber das ist im Durchschnitt der Bevölkerung eben nicht so. Also die meisten minderjährigen Jugendlichen stehen einer Absenkung des Wahlalters höchst kritisch gegenüber. Sie sehen mit der Verantwortung, die mit einer Wahlentscheidung einhergeht, überfordert. Sie sind überfordert und viele sind ganz offen, dass Politik derzeit nicht zu den Hauptthemen ihres Lebens gehöre. An der Stelle mal ein Zitat von Ernst Barlach, der sagte, es ist das Vorrecht der Jugend, Fehler zu begehen, denn sie hat genug Zeit, sie zu korrigieren. Zitat Ende. Wenn wir den jungen Menschen das Wahlrecht geben, dann haben sie diese Zeit zum Korrigieren eben nicht mehr, zumindest was die Wahlentscheidung betrifft, denn mit Wahlen werden Fakten geschaffen. Ja, das ist so. Was den Antrag der Grünen betrifft, da würde ich der Argumentation von Patrick Dahlemann durchaus folgen wollen. Es gibt viele Elemente, das muss man jetzt nicht nochmal aufzählen, viele Elemente, die bereits gemacht werden, Abstimmung an Schulen, das sind Dinge, die sind überhaupt nicht neu, die kann man machen, ob man das Wahlalter jetzt absenkt oder nicht. Wir jedenfalls als CDU-Fraktion bleiben dabei, wir stimmen dem Gesetzentwurf der Absenkung des Wahlalters nicht zu und lehnen auch den Antrag der Grünen hiermit ab. Vielen Dank.